Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, immer wenn ich die AfD von den deutschen Dichtern und Denkern reden höre, muss ich erstmal an das Interview mit Tino Chrupalla denken, als er nach seinem deutschen Lieblingsgedicht gefragt wurde und ihm kein einziges Gedicht eingefallen ist. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schon einigermaßen ironisch, Frau Höß. Also, zum Haushalt. Der Haushaltsentwurf wurde unter sehr schwierigen Bedingungen aufgestellt. An vielen Stellen mussten schmerzhafte Sparbeiträge erbracht werden. Das Bildungs- und Forschungsministerium wurde davon zu Recht verschont. Der Etat wächst weiter an um mehr als 800 Millionen Euro auf 22,3 Milliarden. Das ist in absoluten Zahlen ein Plus von 5 Milliarden Euro im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau und bedeutet, wie übrigens in jedem Ampeljahr, Rekordausgaben für Bildung und Forschung. In Anbetracht der Herausforderung hat die Bildungsministerin uns hier einen soliden Haushaltsentwurf vorgelegt, der vor allem mehr Chancengerechtigkeit bringen wird, aber eben auch wichtige Investitionen in Menschen, ihre Bildungswege, aber eben auch Zukunftstechnologien enthält. Und das finden wir Grüne richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein paar Punkte möchte ich herausgreifen. Es freut mich sehr, dass in diesem Jahr das Startchancenprogramm an den Start gegangen ist. Wir stellen zusammen mit den Ländern insgesamt 20 Milliarden Euro bereit, um benachteiligte Schülerinnen und Schüler besonders zu unterstützen. Und eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gibt uns da jetzt Rückenwind. Darauf hat die Bildungsministerin hingewiesen, denn neben mehr Gerechtigkeit im Bildungssystem kann das Programm nämlich auch einen fiskalischen Mehrwert von über 100 Milliarden Euro schaffen. Dies zeigt erneut, jeder Euro, der in Bildung investiert ist, ist gut investiert und kommt um ein Vielfaches zurück. Es ist ein großer bildungspolitischer Erfolg dieser Ampelkoalition. Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz auf das eingehen, was Sie, Frau Schön, hier vorgetragen haben. Sie stellen sich hier erneut als Kämpferin für Startchancenprogramm oder Digitalpakt dar. Und ich muss Ihnen einfach sagen, dass ich das ein bisschen unehrlich finde und hier auch korrigieren muss. Wir kennen ja die Kürzungsliste der Union, seit ihr Chefhaushälter Herr Mittelberg seine Vorstellungen zur Konsolidierung des Haushaltes mit uns geteilt hat. Wir wissen also, was passiert wäre, wenn Sie jetzt an unserer Stelle stünden und die Regierungspolitik diesen Haushalt zu verantworten hätten. Sie hätten da, wo Sie aus Ihrer Oppositionsrolle heraus höhere Ausgaben fordern, genau da hätten Sie in Regierungsverantwortung radikal gekürzt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Und deswegen noch einmal vielleicht fürs Protokoll, damit man es nachvollziehen kann. Im März letzten Jahres gab es einen Unionsantrag, der einen schnelleren Start des Startchancenprogramms gefordert hat. Im Juli 2024 fordert Ihr Haushälter Mittelberg die Streichung des Programms. Auf Ihrem Parteitag im Mai haben Sie die Fortsetzung des Digitalpaktes gefordert. Nur 2 Monate später wollen die CDU-Haushälter den Digitalpakt eindampfen. Ich kann nur mutmaßen, dass Sie selber nicht wissen, was Sie eigentlich wollen oder einfach nicht miteinander reden. Vielleicht ist es auch Vorwahlkampf. Ich weiß es nicht, aber es ist mir herzlich egal. Denn was ich weiß, ist, mit uns, mit der Ampelkoalition, wird es keine Kürzung im Bereich Bildung und Forschung geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Möchten Sie den Herrn in eine Zwischenfrage zulassen? Ja, bitte. Erstmal guten Tag. Meine Zeit läuft. Herr Präsident, es waren jetzt so 10 Sekunden. Herr Hödel, mir ist es wichtig, das klarzustellen, weil es nicht sein kann, dass Sie hier im Rednerpult falsche Aussagen treffen. Es gibt keinerlei Beschlüsse unserer Fraktion, dass wir den Digitalpakt streichen oder kürzen wollten. Im Gegenteil, wir haben im Mai als Bundespartei auf unserem Parteitag einen Beschluss gefasst, dass wir den Digitalpakt fortsetzen wollten. Das ist ein Konsens zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Die FDP konnte sich zu diesem Beschluss auf ihrem Parteitag 4 Wochen vorher nicht durchringen. Und Fakt ist, dass diese Ampelkoalition bis heute keinen Digitalpakt verhandeln konnte und der alte Digitalpakt mittlerweile ausgelaufen ist. Und ich würde Sie gerne bitten, dies zur Kenntnis zu nehmen und hier nicht auf der Basis von einzelnen Wortmeldungen einzelner Kollegen daraus eine Linie der Gesamtfraktion zu machen, weil das die Menschen unnötig verunsichert. Es gelten die Beschlüsse, die wir gefasst haben, und darauf würde ich gerne an dieser Stelle hinweisen.
Ja, liebe Frau Schön, es spielt nicht so eine große Rolle für unsere Arbeit im Deutschen Bundestag, was Sie auf Ihren Parteitagen beschließen. Eine Rolle spielt, was Sie im Haushaltsausschuss beispielsweise beantragen, was Sie von konkreten Vorschlägen machen. Und den einzigen konkreten Vorschlag, den ich von der Union gehört habe, ist die Kürzungsliste von Ihrem Chefhaushälter Mittelberg. Von daher kann ich auch diesen Einwurf nicht verstehen, Frau Schön. Und dabei bin ich ja beim Digitalpakt mit Ihnen einer Meinung. Frau Schön, bei der Nachfolge steht eine Einigung mit den Ländern aus. Da haben Sie völlig recht. Hier möchte ich alle Beteiligten aufrufen, konstruktiv und schnell an Lösungen zu arbeiten, damit wir beim Digitalpakt 2.0 schnell für Planungssicherheit sorgen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch bei den Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sind wir noch nicht so weit gekommen, wie wir das gern hätten. Hier erwarten wir zeitnah ein Konzept, wie sich das Ministerium vorstellt, in Zukunft eine deutliche Verbesserung zu erreichen. Befristete Verträge, der Zwang zu ständigen Ortswechseln, fehlende Zukunftsperspektiven vermiesen den klugen NachwuchsforscherInnen den Spaß an der Forschung. Das muss sich ändern, wenn wir für den wissenschaftlichen Nachwuchs weiterhin attraktiv bleiben wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und beim BAföG, haben wir ebenfalls große Fortschritte erreicht. Und auch hier möchte ich nochmal auf Sie eingehen, Frau Schön. Sie haben ja recht, dass wir nicht nur eine BAföG-Reform gemacht haben. Nein, wir haben in dieser Legislaturperiode direkt einmal 3 BAföG-Reformen gemacht. Das ist die Wahrheit, liebe Kollegin Frau Schön. Die im Frühjahr beschlossene BAföG-Reform mit höheren BAföG-Sätzen, mit Flexi-Semester und mit Studienstarthilfe ist abgesichert. Das sind wichtige strukturelle Reformen, die für mehr Gerechtigkeit und vor allem auch für mehr Flexibilität bei Studierenden sorgen. Das ist die Realität, sehr geehrte Kollegen, Frau Schön. So, liebe Kolleginnen, ich möchte zum Abschluss nochmal über ein Thema sprechen, das mich als Politiker, aber eben auch als Psychologe sehr stark beschäftigt. Und das ist die psychische Gesundheit von jungen Menschen. Ich war schockiert über eine Zahl im Ärzteblatt, dass fast 40% der SchülerInnen in Deutschland den Gedanken hatten, sich das Leben zu nehmen. Im Jahr 2023 war Suizid die häufigste Todesursache bei jungen Menschen. Besonders seit Corona haben psychische Erkrankungen, Stress und Zukunftsängste in dieser Altersgruppe zugenommen. Und ich sage das, weil wir diesem Thema nicht die Aufmerksamkeit schenken, die es verdient. Aber wir müssen die psychischen Belastungen junger Menschen und Krankheiten wie Depressionen, Ess- oder Angststörungen ernst nehmen, denn sie sind da und sie werden häufiger. Und natürlich müssen wir auch Schritte einleiten, um die psychische Belastung von jungen Menschen zu reduzieren. Ich war im Vorwege dieser Rede einmal mit der Bundesschülerkonferenz im Kontakt und verweise da gern auf ihre Forderungen. Weniger Leistungsdruck, eine Stärkung der Schulpsychologie und mehr Schulsozialarbeit. Schulen müssen Orte sein, in denen sich Schülerinnen und Schüler sicher und unterstützt fühlen. Nur dann können sie ihr Potenzial auch wirklich erreichen. Das Startchancenprogramm ist da eine wichtige Maßnahme, aber das allein reicht nicht. Ich habe die Rolle der Pandemie angesprochen. Ich glaube, und das ist meine persönliche Meinung, dass wir als Koalition einen Vorschlag machen sollten, wie wir die Corona-Zeit aufarbeiten. Da geht es vor allem um Vertrauen in Politik und Lernen für die Zukunft. Es geht aber eben auch um die psychische Gesundheit von jungen Menschen. Wenn wir da jetzt nicht rangehen, dann wird eine ganze Generation junger Menschen mit einem schweren Corona-Rucksack durch ihr Leben gehen. Wir sollten dafür sorgen, dass wir diesen Rucksack zumindest ein bisschen leichter machen. Herzlichen Dank.